Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir müssen es, glaube ich, mal selber hier machen mit einem Wok. Ich hoffe, wir haben jetzt alles da. Also ich brauche einmal ein Kaktusblatt natürlich. Okay, das habe ich jetzt schon. Dann brauche ich ein. Ich muss mal kurz da näher hin, dass ich es sehen kann. Sojasauce und ein Knoblauch. Und ich glaube, ich habe keinen Knoblauch. Ich sehe jetzt auch keine Sojasauce. Okay, hier. Ah, hier. Ein Knoblauch habe ich genau noch. Das ist scheiße. Und eine Sojasauce bestätigen. Ah, vielleicht kann ich es ja den Typi beibringen. Den Owen und dann bei ihm kaufen. Kalter Kaktus. Ja, okay. An welchem Tag haben wir 17? Also, es würde rein theoretisch übermorgen dann wieder kommen. Ich glaube, dann sitzen wir bis übermorgen auf den Aufträgen. Das wäre auch scheiße. Und jetzt gehe ich mal zu Owen, spreche mit ihm und vielleicht hat er das morgen dann. Gibt es nur beim mysteriösen Mann, okay. Ja, scheiße. Aber wie gesagt, übermorgen würde notfalls kommen. Das heißt, das wäre nicht so das Problem, aber vielleicht. Kriege ich es hin, dass er das verkauft? Er ist beschäftigt vielleicht beim nächsten Mal. Ach, Ohren. Nee, der verkauft das auch nicht. Das ist super, was er wert. Gut. Ich kann es bei der Mabel noch versuchen. Vielleicht hat sie Bock, weil mit der kann ich auch immer Rezepte austauschen. Vielleicht ist die Mabel da ein bisschen offener. Ich sag, die Mabel ist so. Oh. Das möchte ich aber gerne hier machen. Wandern ins J-Laden. Ja, Sanddattelkuchen. Mal schauen. Vielleicht möchte sie das Rezept ja lernen. Am besten jeden Tag, wo er da ist. Ja, das habe ich schon immer gemacht. Deswegen hatte ich überhaupt einen Knoblauch. Ich habe die wohl auch mal ein bisschen verbraucht. Möchtest du Rezepte mit mir austauschen? Ich glaube, ja, Rezept teilen. Pikante Bohnenpaste, ja. Gut. Wie gesagt, der kommt ja bald vorbei. Und dann muss der Auftrag halt so lang warten. Dann fahre ich jetzt mal schnell ins Outback und erledige diesen Auftrag für unsere Freunde. Nee. Hier ganz oben. Ja. Ich möchte ja eine Stunde durch die Gegend fahren. So. Können wir dann auch gleich mal schauen, wie weit die Bäume sind, also bei wie vielen Stunden die stehen. Das steht immer noch genau da, wo ich ihn abgestellt habe. Das ist auch erstaunlich. 300, okay. Also wenn an einem Tag vergehen da so ungefähr 100 wohl. Ja, dann haben wir es in 4 Tagen. Oder war es vorgestern, wo wir es angepflanzt haben? Das kann auch sein. Nee, ich glaube, es war gestern. Level up! Glückwunsch, bis Level 25 und hast deswegen neuen Rang. So, Wüstenhöhle. Schön, ich finde auch so Höhlen, das ist so richtig schön zum Wohnen, das ist so richtig schön. Boah, ich sollte da vielleicht nicht reinfahren. Ach, ich weiß noch, als wir da Logan gejagt haben. Zwischen Logan jagen, das wäre ein böser Gedanke. Na gut, wir gehen da mal hoch. Ich glaube, ich weiß, warum ich diese Station nicht geholt habe. Ah, da ist auch nichts drin, was uns irgendwas bieten könnte. Was? 200 Meter noch in die Richtung? Seid ihr irgendwie alle ein bisschen verrückt? Okay, 200 Meter noch in die Richtung. Okay. Es ist hier völlig in Ordnung, wenn man, glaube ich, irgendwie 200 Meter durch eine Höhle rennen muss. Dann ist es nämlich eine ziemlich große Höhle. Ach, da habe ich mich markiert. Ich glaube, da war da, wo Mathilda gefangen war. Die hatten halt einfach recht mit ihrer Vermutung mit Mathilda.
Wasser aufbauen. Aufbauen. Ja, wie komme ich da hinten jetzt hin? Ah. Wow, was für ein süßes Zuhause. Süß, ich werde nicht süßer, sondern versteckt dulden. Was ist in dich geraten, lieber Zuchtpartner? Das ist ein menschlicher Ausdruck. Es bedeutet Eroberung. Es bedeutet, dass die gewünschte Ästhetik in der Höhle erreicht wurde. Wir haben unsere Verbündeten, den starken Menschen hier. Wir haben die Ausrüstung, die es wert ist, verteidigt zu werden. Und uns, meine Liebe, ich werde diese Höhle mit meinem Leben beschützen. Oh, du Großartige. Starker Mensch, wir werden hier unser Versteck bleiben und diesen Zecke mit seinem Wald helfen. Du kannst uns jederzeit besuchen. Finde heraus, welche Arten von Käfern du gerne isst. Und Xena und ich werden sie für dich braten. Auf Wiedersehen, starker Mensch. Lecker Käfer. Darf ich jetzt echt den ganzen Weg hier rausgehen? Und wieder rausporten? Bei Port hier konnte man sich immer so schön am Eingang von irgendwas porten. Ja, ich kann einfach nach links gehen, sonst bin ich da wohl schneller draußen, wie das aussieht. Ach ja. Oh, meine Nase juckt gerade. So. Ich bin genau wieder da, wo ich reingekommen bin, glaube ich. Ach, schön. Genau, alles so schön um die Ecke ist, also. Ich glaube, ich weiß auch jetzt, wie man zu der Schatztruhe hinkommt. Bernstein, yay. Sag ich doch, braucht man nicht. Ein Bernstein ist doch auch ein Objekt, was du nicht brauchst. Vielleicht eine Bernsteinkette oder so, aber. So, for real, für was brauche ich denn das schon wieder? So. Ich hoffe, dass dann der mysteriöse Mann bald da auftaucht. So. Was haben wir da jetzt alles noch für Anfragen? Ich brauche nur ein zweites. Hätte ich einen zweiten Knoblauch da, hätte ich das Problem halt einfach gelöst. Es geht um einen einzigen Knoblauch. Das ist so lustig. Ich habe halt einen einzigen Knoblauch nicht. Ja, vielleicht möchte Owen demnächst mal Rezepte tauschen, wenn er nicht voll beschäftigt ist. Weil ich wette, der bietet das dann in so ein Restaurant. Dann kann ich es gleich fertig kaufen und muss mir keine Gedanken mehr drüber machen. Ist ja auch ein Schwachsinn eigentlich, dass man immer irgendwie einen mysteriösen Mann braucht. Und ohne den kommst du für nichts irgendwie klar hier. So, wir verlassen mal. Also lädt halt wieder die ganze Map. Also mit diesem Ladeproblem. Ich hoffe wirklich, dass sie das bald fixen. Beziehungsweise wir werden jetzt halt länger dann nicht mehr spielen. Und ich hoffe wirklich, dass es heute die letzte Aufnahmesession ist. Deswegen wird es ja auch ein bisschen durchziehen. Wir, was, ist es schon Mitternacht? Okay. Upsi. Ja. Gut. Da ist ja hier die schöne Wüste wieder. Wo ist noch ungefähr die Töff-Töff-Stelle hier, oder? Ja, da vorne. Dann hole ich jetzt mal kurz meine Sandkarpfen. Man sieht halt einfach so die Schneise, wo ich da gerannt bin und sonst habe ich dieses Gebiet halt noch nicht entdeckt. Ist halt einfach so. So. Dann hole ich jetzt mal kurz die Sachen. Das Geld fährt der Zug los. Ich sehe schon kommen. Mich haut es wieder durch die Map. Ich habe so lange geschafft, nicht angebrannt zu werden. Und genau jetzt werde ich angesetzt bauen. So, dann können wir gleich mal aufräumen. Ach ja, jetzt dauert es wieder, dass ich
Das ist echt ein Schwachsinn, diese Ladezeiten. Die sind doch wirklich unnormal. So. Ach ja, diese Ladezeiten. Fühle mich doch mit Glück. So, alles sortieren. So, dann bringe ich mal die Sachen weg. Ja, der Justice steht immer noch vor meinem Haus. Vor meinem Haus. Das ist. Ihr bewacht mich heute. Wir gehen jetzt einmal zu Amira und dann gehen wir hinter zu Heidi. Aber wir haben jetzt gerade keine Main Mission am Laufen. Wir haben jetzt gerade nur. Ja, nix. Anfragebrettaufgaben. So, Amira ist zu Hause. So, hallo Amira. So, Anfragebrett. 63 Punkte mit Amira. Das mit der kriegst du auch leicht Freundschaft. Kannst mir nichts erzählen. Also Amira, die ist wirklich. Ach ja, du willst Freundschaft? Ja, hast du Freundschaft. Ach, die Amira. So, da oben ist die Heidi. Hängt hier irgendwie ein bisschen fest. Ja, bitteschön. Ja, ihr gibt leider nur 14 Punkte, aber 14 Punkte sind jetzt auch nicht so schlecht. Vielleicht belabere ich halt nur meinen Owen, weil was soll ich denn sonst so machen? Ich brauche heute eh gesamt nichts mehr anfangen mit irgendwas. Können eigentlich schlafen gehen. Um 14:30 Uhr. Wir müssen jetzt halt eh erstmal warten, wahrscheinlich, dass der mysteriöse Mann kommt und der kommt heute nicht. So, Justice. Ich stehe einfach weiter vor meiner Haustür rum. Ist schon in Ordnung. So, aufräumen. Oder ist dazu vielleicht dieser Kaktus? Mal kurz das Geschirr anordnen. Kann ich das sehen? Ist da irgendwas, was so aussieht? Nee, nicht so. Komm, jetzt gehen wir mal zur Runde. Also der muss doch halt denken, so, oh, die möchte ich haben, diesen kalten Kaktus. Und vor allem, der sagt immer so, ich kann gerade nicht. Also entweder sagt er kann gerade nicht, weil er schon alle Rezepte mit uns ausgetauscht hat. Oder er sagt, er kann nicht, weil er halt irgendwie festpackt oder gerade gearbeitet hat und uns ist es nicht weiter aufgefallen. Kann ja auch sein. So, Owen. Okay, kann man heute gar nicht. Okay. Schade. Ja gut. Wirklich kümmere ich mich jetzt um meinen Garten. Gehe mal um 15:30 Uhr oder so dann schlafen. Aber was soll ich noch machen? Weil ich brauche absolut gar nichts mehr. Ich bin durch eigentlich. Ich brauche eigentlich nur noch Sachen, wenn ich jetzt wirklich eine Mission machen würde und hätte das nicht. Aber dass der Fall eintritt, ist, glaube ich, auch ziemlich gering. So, Pflanzenset. Na komm, hauen wir hier Sandreisen. So, irgendjemand, der Wasser braucht. So. Mal hier düngen. Schauen wir mal kurz da rein. Da alles in Ordnung ist. Mein Zuhause ist nicht mein Zuhause, ist mein Gewächshaus. Ich möchte nicht, dass man denkt, ich schlafe im Dreck.
Okay, da ist ein bisschen was frei, wie es aussieht. Was war das? Das waren diese Jute-Melonen-Dinger. Da muss ich erst. So. So, ich muss das schön dastehen, sonst geht das nicht. So. Jetzt bin ich schön dagestanden. So. Ja, der Rest passt das schon. So. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time at Sandrock. Bis dahin, bye!